Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem JTE-Business-Kanal mit Jasmin. Hallo. Und mir, dem Vito. Und heute geht es bei uns um die Psychologie des Erfolges. Was ist überhaupt Erfolg? Kann man denn überhaupt von einem einheitlichen Erfolg sprechen? Und wie kann man den, wenn denn, dann erreichen? Und zuerst mal die große Einschränkung. Es gibt viel zu viele verschiedene Arten von Erfolg. Wir alle haben vielleicht noch, gerade die etwas Älteren unter uns, die auch schon in den 90ern unterwegs waren, haben so diese Yuppies vor sich mit so einer Pilotensonnenbrille, Armani- oder Bossanzug, so einem Klopper von C1 Mobiltelefon, die aus irgendwelchen Golf- oder Audi-Cabrios oder, wenn sie gut waren, schon ein Mercedes-Cabrio heraus telefoniert haben, furchtbar wichtige Geschäftsleute waren. Und ja, heute eigentlich ganz schön nach einem Würstchen aussehen. Also wie gesagt, wo will man überhaupt erfolgreich sein? Will man erfolgreich im Beruf sein? Das ist ein Kriterium. Will man erfolgreich in der Familie sein? Will man erfolgreich in der Partnerschaft sein? Was hat man da für Kriterien? Oder will man vielleicht einfach allgemein erfolgreich im Leben sein? Das ist ja nun das größte Gewäsch von allen, weil das ist wieder der ganz allgemeine Erfolg. Das Leben besteht aus zu vielen Sachen, als dass ich da einfach nur in einem Punkt erfolgreich sein will. Will ich vielleicht erfolgreich im Bett sein? Das könnte man erklären, aber nicht auf diesem Medium, auf dieser Webseite. Nein. Also lassen wir das lieber. Kommen wir jetzt aber mal zu einem weiteren Trick. Wir sind uns also gerade klar geworden, Erfolg hängt viel zu sehr von den eigenen Werten und der Persönlichkeit dessen ab, der erfolgreich sein will. Wie gesagt, bin ich mehr so der Macht- und Statustyp, na dann ist Erfolg für mich natürlich, wenn ich irgendwie zum Gottkaiser werde. Bin ich mehr so der familiäre Typ, na dann ist vielleicht ein treuer, lieber, netter Partner und viele liebe kleine, süße Kinder, die gut in der Schule sind, für mich der Erfolg. Und ein schönes Haus und eine gute Familie. Oder bin ich vielleicht mehr so der soziale Typ? Ja, dann ist es vielleicht für mich mehr so der Erfolg, wenn ich irgendwelchen Behinderten helfe oder Penner von der Straße hole. Entschuldigung, Obdachlose. Mhm. Also, Erfolg kann sich auf vielerlei Art und Weise ausdrücken. Und es hilft einmal, sich über den eigenen klar zu werden. Zum einen, wenn man sich mal seine eigenen Werte und Normen und ja, seine eigene Persönlichkeit klar wird. Was will ich überhaupt? In welchem Feld will ich überhaupt erfolgreich sein? Da hatten wir ja eben schon die erwähnt. Und sich auch ruhig mal hinsetzt mit Zettel und Stift und sich das aufschreibt. Was ist mir überhaupt wichtig? Wir hatten das auch, glaube ich, neulich schon in einem anderen Video gehabt, wo man sich ruhig mal hinsetzen sollte, genau, bei der Selbstsicherheit und dem selbstbestimmten Auftreten, dass man sich nicht nur mal seine Werte aufschreibt, sondern auch mal, was ist mir wichtig, was will ich unbedingt erreichen und passt das zu mir und zu meinen Werten. Und wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann kann man sich nämlich mal an den Plan machen, wie kann ich das denn überhaupt erreichen? Also erstmal rauskriegen, was will ich überhaupt und passt das zu mir. Und dann gibt es ja nämlich auch schon den ersten großen Hinweis. Wenn Sie nämlich wissen, was Sie wollen und welche Art von Erfolg Sie wollen, dann lohnt es sich, mal viele verschiedene Ereignisse durchzugehen. Einfach nur im Kopf, was passieren könnte. Sagen wir mal an negativen Sachen, die Sie zurückwerfen könnten. Und sich einfach nur mal aufzuschreiben, für sich, wie sie damit umgehen würden. Also quasi einen Plan zu entwickeln, was mache ich, wenn? Ich habe jetzt das mal symbolisch dargestellt. Stellen uns mal vor, das wäre jetzt hier so eine Art Aquarium und das stellt unser Leben wieder. Das kann man runterbrechen, aufs ganze Leben oder auf einen einzelnen Tag, auf eine Woche, spielt keine Rolle. So, die privaten Sachen, das sind so quasi so eine großen Wackersteine. Da sage ich jetzt mal Familie, Geld, Gesundheit. So, und je mehr große Sachen ich halt habe, desto mehr große Sachen
sollte ich jetzt hier auch mal reinpacken, dass ich mit denen anfange. Die Firma, die tut einem klar quasi so kleine, ich sag jetzt mal Pflastersteine, immer wieder. Pflaster, okay. Bis Kieselstein, ja, sagen wir mal groben Schotter. Immer wieder einem reinkippen, jeden Tag, dafür ist die Firma da. Hier, guck mal, die Akten müssen bis morgen fertig sein. Rums! So, das heißt, wenn mir die Firma, mein Aquarium, ich zeige das jetzt mal hier unten hin, ein kleines. Schon mit ganz vielen von diesen Kieselsteinen voll macht, ja, dann passen die großen Sachen nicht mehr rein. Ich kann aber, wenn ich die großen drin platziert habe, kann ich natürlich noch viele kleinere damit dazu tun. Bis zu einem gewissen Punkt. Den sollte man wissen. Dann immer daran denken, der Alltag bietet immer noch 1000 Sachen. Ach Mist, ich muss ja noch einkaufen. Ach ja, stimmt, das ist ja der Geburtstag von meiner Stieftante. Ach ja, die Einschulung von meinem Kind, da war ja was. Das sind so quasi so der Sand. Der passt dann auch noch. Und ganz zum Schluss, Zufall, Sie sehen, es ist quasi wie Wasser. Ach, scheiße, Stau. Ach, Mist, jetzt ist der Kühlschrank kaputt. Irgendwie sowas. Und da passt hier immer noch Wasser rein, bis dann quasi das Aquarium voll ist. Ich empfehle niemandem, sich so viel Arbeit oder so viele Sachen reinzuholzen, dass bis zur Oberkante, Unterlippe quasi alles voll ist. Sondern immer so, denken Sie hier, auch da gilt wieder Pareto, ja, ungefähr bei 80%. Ansonsten, das halten Sie vielleicht einen Monat durch, wenn Sie gut sind, auch ein halbes Jahr, spätestens dann liegen Sie lang. Weil dann nämlich Sie anfangen, unbewusst diese großen Packersteine, die Ihnen tatsächlich wichtig sind, beiseite zu schieben und mehr von den kleinen Sachen reinzumachen. Ohne dass Sie es richtig merken. Und von daher ist es eine Veranschaulichung, wie sie ihr Leben ja eingliedern sollten. Deswegen gibt es ja nicht umsonst auch genügend Leute, die nur Teilzeit arbeiten, auch wenn sie die Zeit hätten für Vollzeit, wegen anderen Gründen. Das übergebe ich wieder zurück an den Vito. Genau. Und ein paar Wege, um das so, um zum Beispiel das Aquarium nicht überlaufen zu lassen, ist zum Beispiel einer der wichtigsten, proaktiv statt reaktiv zu sein. Warten Sie nicht, bis das Wasser die Oberkante vom Aquarium erreicht hat, sozusagen, sondern werden Sie vorher aktiv. Machen Sie sich, wie eben schon erwähnt, am Anfang den Plan. Was wollen Sie überhaupt? Welche Steine will ich überhaupt in dem Wasser haben? Will ich überhaupt Familie und die Kieselsteinchen in dem Wasser haben? Auf was kann ich verzichten? Auf Familie oder Gesundheit? Oder auf den Beruf? Versuchen Sie auch nicht künstlich das Aquarium zu vergrößern, indem Sie zum Beispiel sagen, ach, ich hau mir einen Energy-Drink rein und noch eine Nase Koks, dann passt das schon. Das geht nämlich auch nicht, weil das wird dann wieder der Punkt Gesundheit und es werden nur die Wände vom Aquarium dünner. Irgendwann platzt es und dann liegen Sie trotzdem daneben. Also wie gesagt, werden Sie proaktiv und das gilt zum Beispiel auch für Firmen, nicht erst warten, bis Sie zahlungsunfähig sind. Also sowohl privat als auch in Firmen, insolvent. Sondern beobachten Sie Ihre Finanzen schon vorher. Überwachen Sie alles, um rechtzeitig und zeitnah eingreifen zu können, wenn Sie noch Handlungsspielraum haben. Das ist sehr wichtig. Wie gesagt, nicht erst eingreifen, wenn das Wasser schon am Deckel des Aquariums anstößt, sondern viel früher schon, damit Sie da noch gegebenenfalls einen Stein rausziehen können. Sonst, ich habe es gerade mal hier veranschaulicht, wenn es bricht, haben Sie einen Burnout. Genau, dann liegen sie nämlich daneben und dann müssen sie ihr Aquarium auf jeden Fall von vorne befüllen. Dann brauchen sie erstmal ein neues Aquarium. Und ob die Steine, die sie derweil draußen liegen haben und vielleicht auch noch ein paar Fische damit einverstanden sind oder ob sie die Steine danach noch haben, Stichwort Familie,
Das ist was ganz anderes. Und auch der Stein Gesundheit wird deutlich kleiner oder schwerer werden oder wichtiger. Jedenfalls Proaktivität statt reaktiv, also reagieren Sie nicht, werden Sie selber vorher aktiv. Man könnte es auch sehr schön mit dem Begriff der 90er Jahre formulieren. Seien Sie ein Macher. Bestimmen Sie die Umstände und lassen Sie sich nicht von den Umständen bestimmen. Auch wenn das furchtbar plakativ klingen mag, das hilft Ihnen doch sehr. Ein weiterer Punkt ist, was auch ein bisschen für die Einstellung hilft, nörgeln Sie nicht immer rum. Klar, das größte Lob des Berliners ist es, da gibt es nichts zu meckern, wa? Aber... Das schwäbische Lob, nicht geschimpft ist genug gelobt. Genau, nicht geschimpft ist genug gelobt, aber zeigen Sie mal ein bisschen Dankbarkeit. Zum Beispiel, dass Sie leben, dass Sie einigermaßen gesund sind. Gut, ich bin da jetzt ein nicht ganz so tolles Beispiel dafür. Also, ich darf nörgeln. Aber zum Beispiel, oder seien Sie mal dankbar, dass Sie so eine tolle Frau und so tolle Kinder haben. Oder so einen tollen Mann und kein tolles Kind. Oder dass Sie so toll in den Urlaub fahren können. Oder so ein tolles Haus haben, so schön wohnen. Oder einfach nur die Tatsache, dass Sie jeden Morgen aufwachen können, ohne Gefahr zu laufen, dass Sie gleich auf der Straße abgestochen werden, überfallen werden, aufgrund Ihrer Hautfarbe oder was weiß ich immer, Ihrer Religion gleich in die Ecke gebracht werden, sondern dass Sie relativ sicher leben können, dass Sie zum Beispiel Wasser aus Wand, Wärme aus Fußboden, Licht aus Decke haben. Genau. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben, dafür dankbar zu sein, denken Sie doch einfach mal an die armen Schweine in Syrien oder im Irak oder in Afghanistan. Es gibt viele, viele Menschen, denen es viel, viel schlechter geht als Ihnen. Die würden wir so ein Leben, wie wir es haben, töten. Genau, wir sprechen jetzt hier mal den relativ gesicherten Durchschnittseuropäer an in unserem Video. Durch unsere Sprachauswahl haben wir das sowieso schon relativ eingeschränkt. Und da, gerade diese Menschen sollten für vieles auf der Welt deutlich dankbarer sein. Dass sie nicht Gefahr laufen, auf eine Tretmine zu treten, sobald sie das Haus verlassen. Dass sie nicht Gefahr laufen, von einer amerikanischen Drohne das ganze Haus mit sich drin weggebombt zu bekommen. Dass sie nicht Gefahr laufen in irgendeinem Folterkeller, dass sie ja eh zu verschwinden. Dass sie nicht Gefahr laufen, dass morgen das Geld nichts mehr wert ist, auch wenn viele das behaupten. Einfach mal ein bisschen mehr Dankbarkeit für grundsätzliche Dinge zeigen. Deutschland ist zwar nur die 26. glückliche Nation, also es gibt ein Glücklichkeitsranking, führen tun im aktuellen aller Nationen, führen tun momentan die Schweizer, danach kommen wie immer die Skandinavier. Ganz zum Schluss kommt, wen wundert, Syrien, Afghanistan und der Irak. Okay, die dürfen auch unglücklich sein, die haben sich hart erarbeitet. Aber zum Beispiel Deutschland, eins der reichsten Länder der Welt, steht auf Platz 26. Wieso sind wir Deutschen so unglücklich? Seien Sie einfach ein bisschen zufriedener mit dem, was Sie haben und ein bisschen dankbarer dafür. Selbst die relativ Ärmsten unter uns, das Prekariat, die ach so geschmähten Hartz-IVer, selbst die sind für mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung sehr, sehr reiche Menschen. Als Tipp, wenn Sie sich mal deine Statistik angucken wollen, wenn die Welt ein Dorf wäre, ich schreibe das mal hier kurz unten an, einfach mal googeln, da gibt es eine schöne Übersicht, es ist nicht viel Text, aber es erklärt ziemlich viel. Erzähl weiter. Und das war es eigentlich zu dem Punkt Dankbarkeit. Und Sie werden sehen, wenn Sie diese Dankbarkeit sich einmal am Tag beim Aufstehen oder beim ins Bett gehen, sich überlegen, toller Tag war das, danke für diesen schönen Tag. Selbst wenn das Wetter nicht so toll war, seien Sie froh, dass der Regen nicht sauer war und Ihnen die Haut vom Körper gefressen hat, wie es manchmal in Teilen der Welt vorkommt, weil einfach eine Chemiefabrik neben Ihrem Dorf stünde. Oder seien Sie froh, dass Sie einigermaßen gesundes Essen und Trinkwasser hatten, was auch in weiten Teilen der Welt nicht selbstverständlich ist. Oder seien Sie froh, dass Sie einen Vollzeitjob haben, was selbst hier in Deutschland nicht selbstverständlich ist, geschweige denn in Europa, geschweige denn im Rest der Welt. Seien Sie froh, dass Sie von Ihrem Job sich ein Dach über dem Kopf mit Wasser aus Wand
Licht aus Decke und Heizung aus Wand, Wärme aus Wand leisten können. Was auch in vielen Teilen der Welt nicht selbstverständlich ist. Seien Sie einfach dankbarer und Sie werden merken, wenn Sie sich das jeden Tag mal durch den Kopf gehen lassen und überlegen, wird sich Ihre ganze Grundeinstellung deutlich ändern und Sie werden sehr, sehr wahrscheinlich auf kurz oder lang zu einem deutlich positiveren Menschen werden. Und das hilft auch bei der Grundeinstellung. Weil wenn Sie ständig nur nörgeln, die Mundwinkel nach unten gedockert haben, wird schon alles schief gehen. Das Angela Merkel Lächeln. Das Kanzlerinnen-Lächeln, dann können Sie auch keinen Erfolg haben. Wenn Sie stattdessen optimistischer an Sachen rangehen und sagen, ja, danke, dann freuen Sie sich aber auch über kleine Erfolge, können aber darüber, dass Sie sich für Grundsätzlichkeiten dankbar sind, auch Misserfolge viel leichter wegstecken. Und ein kleiner Misserfolg ist nicht sofort der Untergang der Welt. Sie müssen nicht alles hochstilisieren, dass sofort Ihr ganzes Business, Ihr gesamter Lebensentwurf jetzt deshalb wegen einem kleinen Rückschlag scheitert. Tut er nicht. Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Selbst wenn Sie mal einen Rückschlag haben, bleiben Sie hartnäckig. Das wird gerne als Reaktanz bezeichnet. Kann man auch als Hartnäckigkeit bezeichnen. Ich bringe jetzt hier mal wieder ein Beispiel aus dem Geschäftsleben. Wenn Sie zum Beispiel im Vertrieb sind, telefonieren Ihre Kunden durch und wollen denen was verkaufen. Klassische Callcenter-Outbound-Situation. Sie hören dreimal ein Nein. Wenn Sie Glück haben, hören Sie noch ein Nein, danke. Wenn Sie Pech haben, hören Sie einfach nur ein Nein. Aber Sie hören halt eben Ablehnung. Dreimal, fünfmal, zehnmal. Dann sagen sie sich nicht, ach nö, die haben alle keinen Bock, ich will jetzt nicht mehr, die enttäuschen mich ja sowieso nur und ziehen mich runter. Nein, werden sie hartnäckig. Sagen sie sich, leck mich, dem Nächsten verkaufe ich jetzt was, ob er will oder nicht. Weil wenn sie nämlich mit der Einstellung rangehen, dann sind sie auch energischer und die Leute, wenn sie sie einmal am Reden reden lassen, ich weiß, das kann am Telefon schon eine Schwierigkeit werden, outbound, dass man gar nicht erst zu Wort kommt nach der Vorstellung. Aber wenn Sie einmal im Wort sind, kommen Sie viel energischer und selbstsicherer rüber. Als wenn Sie sich ständig einreden, ach nee, die letzten drei haben auch schon Nein gesagt, dann wird er jetzt wieder Nein sagen. Also glauben Sie mir, das strahlen Sie aus und der wird Nein sagen. Da gibt es ein paar biologische und psychologische Eigenschaften. Ich gehe gleich noch ein bisschen intensiver drauf ein. Der menschliche Geist ist so gepolt, dass er negative Eindrücke dreimal stärker bewertet als positive. Das heißt also, um eine Ablehnung, ein Nein wieder wettzumachen, brauchen Sie dreimal ein Ja, damit ein Ausgeglichen da ist. Das heißt, wenn Sie jetzt fünfmal hintereinander ein Nein bekamen, brauchen Sie rein von der Psyche her, Sie können sich jetzt ausrechnen, ganz oft ein Ja. Und dieses Ja kann man leider nicht beeinflussen beim anderen. Man kann nur die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass ein Ja rüberkommt. Und da wäre es jetzt zum Beispiel, um nochmal ein bisschen Wissenschaft hier reinzubringen, von der Biologie her auch entscheidend, diese positive Grundeinstellung sorgt dafür, und das haben wir schon in einigen anderen Podcasts gesagt, dass der Cortisolpegel sinkt und der Serotoninspiegel steigt. Also es gibt quasi zwei, ich sag mal, Hauptglückshormone, die in unserem Körper wirken. Das ist einmal Dopamin und das ist einmal Serotonin. Dopamin ist sowas wie geil, ja, Jackpot. Ist schönes Gefühl, gar keine Frage, hält aber nicht lang. Serotonin ist dieses, ach, mir ist gut. Schön, oh, toll, ich fühle mich hier gerade richtig wohl. Und das hält ein paar Stunden. Genau. So, und das Dopamin, das ist quasi das, wenn endlich mal ein Kunde Ja sagt. Genau. Das Serotonin ist das, was Sie selber machen müssen. Genau. Das heißt, fragen Sie sich auch, was für Medien konsumiere ich? Wie reden die Leute in meinem Umfeld? Und wohin orientiere ich mich? Genau. Orientiere ich mich prinzipiell immer nur nach oben? Die Person ist hübscher, die Person ist reicher, die Person ist erfolgreicher, die Person hat schönere Frau, Kinder, whatever, fährt ein größeres Auto, hat eine größere Wohnung, hat einen Pool, hat Ländereien, bla bla bla.
Ja, na logisch, wie soll denn der Serotoninspiegel steigen? Dann bin ich ja quasi der letzte Dreck. Man zieht sich immer selber runter und macht sich immer schlechter. Wenn man jetzt sagt, also in Afrika oder in den Favelas, nee, wie heißen die? Favelas in Brasilien. Favelas in Brasilien. Also in Südamerika, die Land. Ich jetzt eigentlich nicht wohnen, so unbedingt. Da geht es mir doch hier schon eigentlich ganz gut. Ich kann machen, was ich in Anführungsstrichen, was ich will. Ich kann meine Meinung äußern, ohne dass ich gleich im Kopf kürzer bin. Ich habe definitiv, also wenn ich meine Rechnung natürlich zahle, immer Wasser, Strom, Wärme. Mhm. Und nicht plötzlich ist es abgedreht. Pech gehabt, so nach dem Motto. Ich werde nicht gleich weggekascht von der Straße und in irgendwelche Minen eingesperrt, wo ich dann Diamanten kloppen soll und all so eine Späße. Mhm. Ja, sondern wenn man sich das mal ab und zu, wenn man sich nicht so gut fühlt, also nicht dauerhaft, ja, dass man so wie dauerhaft auf Droge ist, sondern wenn es einem nicht so gut geht, wenn man das dann an diese Sachen denkt, 10 Minuten, nehmen sich kurz Zeit, gehen so kurz einen rauchen oder, na gut, Toilette ist vielleicht ein bisschen der falsche Ort, aber halt ein bisschen frische Luft, Bewegung, ein bisschen mehr Sauerstoff ins Blut bringen und denken sie an sowas, statt immer nur an die Arbeit, die nicht gerade selten was Negatives mit sich führt. Und dann heben Sie Ihren Serotoninpegel auf ein etwas höheres Niveau und dann sind Sie auch ruhiger, gelassener und kommen in dem Moment authentischer rüber. Sind weniger stressanfällig. Und das ist eben das ganz wichtige A und O. Es gibt noch einen Trick, den kann man auch benutzen. Und zwar, das ist das mit dem Lächeln. Genau. Wenn man lächelt, also wirklich nicht wie Joker grinst, ja, so von Ohr zu Ohr, sondern einfach nur lächelt, dann wird hier durch die Muskulatur auf einen Nerv gedrückt. Ich habe es gerade vergessen, wie der heißt. Ich Wurst. Auch, aber wir wissen. Da ist ein Nerv. Das genau. Haben vor 8 oder 10 Jahren haben sie das rausgefunden. Und wenn der eine gewisse Zeit lang stimuliert wird durch den Druck, dann denkt das Gehirn, Mensch, demjenigen geht es ja gerade richtig gut. Dann werde ich mal den Serotoninpegel erhöhen. Genau. So kann man sich quasi in Anführungsstrichen selbst verarschen. Und so ca. 30 Sekunden bis eine Minute reichen da schon vollkommen aus. Einfach mal 30 Sekunden lächeln. Wie gesagt, als wenn es Ihnen gut geht, als wenn Sie glücklich sind. Nicht, als wenn Sie den Batman töten wollen. Wichtig. Ja. We're going to visit a friend, not kill the Batman. Und das hilft ungemein. Achten Sie vor allen Dingen auch mal drauf, wenn Sie Kontakt zu irgendwelchen Trainern haben. Firmentrainern, selbstständigen, erfolgreichen Leuten oder Coaches, ja, genau. Die lächeln fast immer in einer Tour. Genau. Die rennen nicht mit Mundwinkeln unten durch die Gegend. Stellen Sie mal vor, Sie würden jetzt einen sehen, einen Erfolgstrainer, einen Coach, ja, der im Mundwinkel hier unten ist. Ja, mir geht's total dreckig und mir geht's blöd. Dann würden Sie dem natürlich sofort abkaufen. Ja, der ist mit seiner Selbstständigkeit super zufrieden. Der hat ein tolles Einkommen. Der hat alles richtig gemacht und dem geht super. Nee, würden Sie nicht. Genau. Zu dem passt eher so ein Lächeln, ein mal sehen, wie ich heute die Welt aus den Angeln geben kann. Genau. Mehr sowas in die Richtung. Das ist eigentlich auch oftmals der Geheimnis des Erfolgs. Logischerweise am Telefon sieht man ein Lächeln nicht. Da macht es halt die Kommunikation. Man hört es auch. Man, ja, man spürt, ob der Gegenüber gut drauf ist und lächelt oder ob der denkt, schon wieder ein Anrufer, ich hab so keinen Bock, was will der Idiot jetzt schon wieder? Ach, er hat sein Passwort vergessen, mal wieder das Wochenende durchgesoffen. Resetsaufen, ja. Das gute alte Resetsaufen, was leider dann auch das Passwort mitnimmt. Es hört auch derjenige mit dem vergessenen Passwort, dann denkt er sich, hey, ein depressives Arschloch, da kann ich mich gehen lassen. Diese Übereinkunft nennt man deutsche Gemütlichkeit. Oder wenn Sie ganz fröhlich sagen, hey, wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen was Gutes tun? Ja, ich habe mein Passwort vergessen. Kein Problem, machen wir Ihnen sofort neu. Wenn der, dann ist auch der Gegenüber viel glücklicher drauf, bedankt sich sehr wahrscheinlich danach noch. Man fühlt sich bedankt, man hat also Dank bekommen für seine Arbeit. Man fühlt sich gewertschätzt und auch wahrgenommen und geachtet. Und ist selber nochmal viel besser drauf. Mit ein kleines bisschen gut drauf sein, bekommt man also viel mehr von den Menschen zurück. Das ist lustiger daran, es gibt sogar eine Kettenreaktion. Jetzt das sind geht nicht nur Sie angenehm glücklich, sondern der andere auch noch. Der redet mit seinen Kollegen in dem Moment auch wieder anders. Mensch, oh, super Helpdesk. Genau. Ja, und gleich geholfen und so weiter. Damit ist der andere Kollege nicht angepisst, sondern auch
einigermaßen zufrieden. Genau. Und so pflanzt sich das fort. Sie machen das mit ihren Kollegen auch in den, hey, ich habe denen gerade super leicht helfen können. Und die anderen, die vielleicht irgendwelche Probleme haben, hey, kannst mal rüberkommen? Na klar, helfen sie denen, sind die auch glücklich. Und so kann sich das über ganze Städte verbreiten. Genau, und glückliche Mitarbeiter sind zufriedene Mitarbeiter, schauen sich das Video davor nochmal an, da passt das super mit rein. Und viel produktiver. Und vielleicht sogar sind sie dann auch intrinsisch motiviert. Und intrinsisch motivierte, glückliche Mitarbeiter sind das Beste, was sie kriegen können. Und das gilt auch für Chefs. Pöbeln sie nicht immer nur rum, sondern loben sie die Leute auch mal. Hey, tolle Präsentation, schön gehalten, sehr selbstsicher, geben sie offenes und kreatives und konstruktives Feedback und loben sie auch mal, dann sind die Leute nämlich auch gleich viel glücklicher. Auch als Angestellter dürfen sie auch mal ihren Chef loben, ohne gleich als Arschkriecher zu gelten. Genau. Und jeder hat sofort sein Erfolgserlebnis, hat ein kleines Stückchen von seinem Erfolg für sich gewonnen, es geht ihm besser. Und er denkt sich, hey, das war gut, ich bin ja einigermaßen erfolgreich. Genau. Hast du noch was dazu? Nö, außer dem Rat, Geld allein macht nicht glücklich, es beruhigt nur. Geld, viel Geld macht nicht glücklich, aber es kann ungeheuer beruhigen. Genau. Aber und es gibt auch jede Menge reiche Leute, die total unglücklich sind. Amy Winehouse, Michael Jackson, Chris Cornell. Hast du vielleicht noch wie ein Lebendes? Nee, ich wollte jetzt gerade die Beispiele bringen, die so, Geld, weil sie tot Ruhm, sind. Reichtum hatten und sich trotzdem umgebracht haben. Ansonsten, ja, man kann jetzt natürlich zum Beispiel noch Bill Gates nehmen, der hat auch Geld wie Heu. Und trotzdem, ist relativ glücklich. Ja, seit er anderen Menschen hilft, vorher mit seiner, mit seinen Multimilliarden war es jetzt nicht so, seit er die Melinda geheiratet hat und die Melinda und Belinda, glaube ich. Belinda, genau. Die Gates-Stiftung gegründet hat und Fußnote, so ziemlich der allein finanzierende Part der WHO ist, geht es ihm wesentlich besser, weil er eben merkt, er kann wesentlich mehr Leute erreichen, die Reichweite ist entscheidend, und denen helfen, was Positives bringen. Und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob sich jetzt einen Menschen was Positives machen oder einer Million Menschen. Genau. Auch genauso natürlich andersrum, wenn Sie einen Menschen auf den Fuß treten, kommen Sie vielleicht noch ganz gut mit klar. Wenn Sie einer Million Menschen vor das Schienbein treten und damit immer noch gut klarkommen, dann sollten Sie bitte dringend zum Psychologen gehen. Dann haben Sie was falsch gemacht. Ja, nicht nur das, dann haben Sie auch irgendwie einen leichten psychischen Knacks. Und wenn es Ihnen dann noch besser geht und Sie stolz auf sich sind, dass Sie statt einer Million auf das Schienen erfolgreich auf den Fuß getreten sind, dann bitte suchen Sie sich Hilfe. Aber egal, wir schweifen ab. Ja. Du hast sonst nichts weiter. Ich habe sonst auch nichts weiter. Das war dann diesmal also ein etwas kürzeres Video von uns. Vielleicht etwas allgemein, aber wie gesagt, die drei Punkte Proaktivität. Also eilen Sie den Ereignissen voraus, machen Sie die Umstände und lassen Sie sich nicht von den Umständen drängen und schieben. Die Dankbarkeit, die auch nach außen strahlen wird, vergewissern Sie sich einmal, dass es Ihnen im Vergleich zu großen Teilen der Weltbevölkerung doch eigentlich ziemlich gut geht. Und schließlich noch die Reaktanz. Bleiben Sie hartnäckig, wenn Sie mal auf Widerstand stoßen. Und schon werden Sie langfristig erfolgreicher werden. Ja, kurzfristig vielleicht eins auf die Decke kriegen, langfristig aber erfolgreich werden. Kann man zum Beispiel auch noch beim Job sehen. Sie haben jetzt einen Job, der ist gut bezahlt, aber der hängt Ihnen sowas von aus dem Hals raus. Meinetwegen, Sie sind im Outbound, ja, oder verkaufen irgendwelche Versicherungen und so weiter. Sie können die Leute gut belabern. Und Sie machen da, weiß ich, 5.000, 6.000 Euro im Monat. Bloß wenn Sie der Job absolut nicht glücklich macht, Sie jeden Morgen aufstehen und denken, sind Sie mit so einem Job zufriedener, als mit einem Job, wo Sie, ich sag mal, nur die Hälfte 60-70% verdienen, aber jeden Morgen aufstehen und sagen, geil! Endlich darf ich wieder arbeiten. Genau das! Genau. Wieder ein Video vorher, ne? Genau. Die Verlinkung, also die Verknüpfung dazu. Was wird Sie wohl in 30 Jahren glücklicher machen? Genau. Denken Sie da auch langfristig. Und, damit wären wir wieder beim Anfangspunkt, notieren Sie sich mal Ihre eigenen Werte. Werten Sie sich Ihre eigenen Werte, Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Ziele bewusst. Definieren Sie Ihren Erfolg daraufhin
und nicht unbedingt an dem armen Schwein mit seinem C1-Telefon in seiner alten Cabrio. Und denken Sie darüber auch mal mindestens einmal im Jahr für mehrere Minuten bis mehrere Stunden drüber nach. Genau. Ja, auch Ziele verändern sich mal. Nicht jetzt denken, auch weiß ich, was ich in 60 Jahren will, sondern also empfehlenswert wäre so ungefähr einmal alle halbe Jahre die Ziele nochmal überprüfen. Genau. Ist das noch im Fokus? Bringt das noch was oder ist mir was anderes wichtiger? Will ich das überhaupt noch? Momentan sagen Sie vielleicht, Geld ist mir total wichtig. Dann haben Sie einen Unfall, Job verloren, sind kurz vorm Abkratzen, weil Sie ausgebrannt sind oder weiß der Kuckuck was. Plötzlich ist Ihnen die Gesundheit plötzlich wichtig und das Geld gar nicht mehr so. Genau. Also da gibt es zig Möglichkeiten, die dazwischen funken können, sodass sich das verändert. Und versuchen Sie, Ihre langfristigeren Ziele auf die Dinge, die Ihnen wichtig sind, anzupassen und hinzusteuern. Und wenn das eben bedeutet, Sie müssen umziehen, Sie brauchen einen anderen Lebenspartner, Sie müssen den Job wechseln und so weiter, dann beschäftigen Sie sich damit. Sagen Sie nicht, nee, das geht jetzt gar nicht, verwerfen Sie den Gedanken wieder, sondern, okay, wenn das so ist, was wäre denn sinnvoll? Und wenn Sie dann feststellen und überlegen, nee, das funktioniert vor und hinten nicht, da ist die jetzige Situation besser, dann haben Sie was gelernt. Nämlich, dass das Ziel wohl unrealistisch war oder nicht erreichbar. Genau, das geht allerdings nicht in 5 Minuten oder so nach dem Motto, ich bin jetzt in der S-Bahn für 20 Minuten und werde sowieso permanent abgelenkt, weil das Handy bimmelt. Da funktioniert das nicht, sondern wirklich mal an einem verregneten Tag, wo Sie nicht so viel zu tun haben. Sie könnten jetzt natürlich am Computer spielen, einen Film gucken oder weiß der Kuck was. Sie könnten sich aber auch mal mit sich selbst beschäftigen. Wenn es schon kein anderer tut, machen Sie es selber. Und wenn Sie jetzt sagen, na, das bringt doch nichts. Doch. Gehen Sie mal spaßeshalber zu einem Psychologen. Die ersten 5 Sitzungen sind kostenlos, übernimmt jede Krankenkasse, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und reden Sie mal mit dem über Ihre Probleme. Sie werden feststellen, die Tipps, die der Ihnen gibt, sind ziemlich identisch mit dem, was ich gerade gesagt habe. Also auch wir beide haben psychologische Betreuung. Kann ich nur jedem empfehlen, weil nicht jeder hat eben die besten Antworten und Tipps und so parat, mit denen man sich unterhält. Aber sie helfen enorm. Und letztendlich sind die Tipps und Ratschläge immer, überlegen Sie, was für Sie wichtig ist, was Sie selber motiviert, was Sie langfristig glücklich macht und wo Sie hinwollen. Genau. Schreiben Sie sich das ruhig auf und heben Sie sich den Zettel auch ruhig auf. Und ja, man kann auch wirklich was sagen, klemmen Sie sich den hinter den Spiegel oder ans Fenster oder so, dass Sie wirklich vielleicht einmal täglich oder so auch drauf schauen und Ihre Ziele nie vergessen. Weil einfach nur aufschreiben und dann den Zettel wegschmeißen, Sie haben es mal geschrieben, das bringt beim Lernen schon was, aber wenn Sie den immer wieder sehen, werden Sie immer wieder Ihrer Ziele bewusst und fangen auch an, alles auf diese Ziele hin zu reflektieren und abzugleichen und machen das dann auch. Also sind auch wirklich dann viel mehr hinter Ihren Zielen her und die Proaktivität kommt auf die Art dann schon fast von allein. Gut, das wäre jetzt wieder ein Trick mit dem Triggern. Wenn Sie es natürlich jeden Tag sehen, holen Sie es jedes Mal wieder ins Unterbewusstsein rein. Genau. Und je viel verankerter es quasi im Unterbewusstsein ist, man muss sich das vorstellen wie so ein Karteischubladen. Und je wichtiger das ist, desto weiter oben ist diese Schublade. Und je weiter oben die Schublade ist, desto leichter geht sie auf und zu. Und passiert, genau. Wird auch immer wieder oft öfter auf und zu gemacht. Und dadurch kommt es öfter ins Bewusstsein und deswegen handeln Sie auch danach. Wäre nochmal ein Thema für ein anderes Video. Entschuldigung. Ja, wir machen auch Podcasts nur so nebenbei. Ja, schauen Sie da mal ruhig rein. jtepodcast.wordpress.com. Auch da haben wir Psychologiefolgen drüber, wo wir uns etwas mehr zu diesem Thema auch unterhalten und uns damit auseinandersetzen. Aber letztlich hängt auch vieles von einem selber ab, was man für sich selber macht. Genau. Also aber das hatten wir ja schon. Erzählt. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Genau. So, das war's von unserer Stelle aus. Ja. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen und Anregungen bitte in die Kommentare. Über Abos und Likes würden wir uns auch sehr freuen unter diesem Video. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.